wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Clara, komm! Ja? Wir sind alle sehr aufgeregt, denn heute ist das... 40 Minuten frei. 40 Minuten? Das ist nichts, Justus. Wir müssen uns schließlich noch schminken. Ja. Okay, ja, zeig mir dein Helm. So, hinten eine Schleife und vorne so. Oh, zeig mal hinten. Hab ich noch gar nicht gesehen. Die Schleife habe ich gar nicht gesehen. Ja, die habe ich gerade raufgemacht. Ah. Also du erinnerst dich ja, wir waren ja Kostümeinkaufer und so. Und heute ist der Wettbewerb oder Turnier oder wie nennt man das? Ich glaube, es ist einfach nur so ein Spaßturnier. Ein Weihnachtsspecial. Ne? Ein Weihnachtsspecial, okay. Also auf jeden Fall mussten sich die Kinder zu Gruppen zusammenfinden. Und Clara ist die Reiterin, die den Parcours selbst reiten wird, ohne Führung. Und dann müsst ihr noch Fragen beantworten, Schätzfragen und so. Und vor allen Dingen natürlich noch das Kostüm vom Pferd. So, und Clara muss sich auch schminken und sie hat sich das Bild ausgesucht. Ja. So möchte sie geschminkt werden. Und Mama ist dafür verantwortlich, deswegen mache ich das jetzt. Ich mache eine Grundierung. Die Palette, die einfach immer funktioniert. Es muss ja auch irgendwie zu meiner Jacke passen. Ja, wie du willst. Wir können auch eine andere Farbe nehmen als hier auf dem Bild. Das geht natürlich also, auch. Also Schneeflocken auf jeden Fall so lassen. Aber das hier hätte ich gerne... Welche Farbe hat nochmal meine Jacke? Ja, willst du denn jetzt den weißen Mantel tragen oder nicht? Mama, Augen zu. Ja, nein, nicht die weiße Jacke. Darauf kann ich nicht reiten. Nee? Nein, ist zu lang. Zu dick ist ja gut, aber zu lang ist... Ich benutze den Schimmerglitzer hier als Grundierung, damit der den Schatten drauf hält. Das glitzert mir jetzt schon so schön. Ich wurde lange nicht mehr geschminkt, ist mir gerade so aufgefallen. Hä, hab ich dich nicht an... Nee, Halloween, da habe ich eine Maske getragen. Stimmt, ja. Endlich darf Mama mal wieder. Vorletztes Halloween habe ich, glaube ich, auch eine Maske, ja. So, such dir eine Farbe aus, Clara? Eine Farbe. Kann ich kurz meine Reitjacke angucken? Mhm. Bring sie her. Ah ja. Siehst du? Maja, was passt eher? Das hier oder das hier? Zeig nochmal. Das hier oder das hier? Okay. Was ist denn das? Wenn man so ein bisschen heller geht, dann sieht das, glaube ich, auch schöner. Also wir können ja gleich mal mischen auch. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Justus, holst du mal den Spiegel, meinen Schminkspiegel vom Schminktisch, damit Clara mal gucken kann auch. Oh, ich find's schick. Aber du musst gleich selber. Ja, muss ich gucken. Stehen die hin? Das sieht schön aus. Ja? Ja. Okay, dann lass es so. Aber da sieht es dunkler aus irgendwie. Naja. Auf der Palette? Ja. Wir können auch den dunklen Ton nehmen. Nee, ist sonst zu dunkel. Ja, ich mag das, wenn er sich aus wie eine böse Reiterin. So, okay. Und jetzt kommt noch die Schneeflocken und Glitzer. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich habe hier so einen weißen Stift extra. Rutsch in dieser, komm mal hier. Ja, komm mal her jetzt. So, Mama muss gucken. Okay, eigentlich sind das ja nur so Zacken. Also den hier mache ich. Ein paar Flecken, ja. Hier noch ein Weiß dran, vielleicht kann ich das noch. Guck mal bitte kurz, ist nicht so doll, ne? Ja, man sieht's kaum. Dann nehme ich das als Grundierung, mach gleich noch was drüber. Eigentlich könntest du dich ja selber malen. Nee. Nein? Willst du nicht? Doch, aber eigentlich kannst du das ja richtig gut selber auch. So, hier unten auch nochmal so ein Stern und dann sind wir fertig mit dem Stern. Dann mache ich nochmal das Weiß. Ich hab's doch noch nie gemacht. Ja, ich doch, ich habe auch noch nie sowas gemacht, Clara. So, Snipblocke. Gut. Zu groß. Punkte. Zu groß? Nee, groß. Schön. Punkte überall. Ich sehe mal jetzt nicht so gut. Muss ich gleich nochmal anders machen. Ich hoffe, das klappt so mit dem Pferd, wie wir uns das vorstellen. Ja. Dass er sich das auch gefallen lässt, ne? Dass er da so was an die Beine und so kriegt. Auch an Grenze und so. Ja, wenn nicht, dann. Na, was soll auch anders. Willst du hier die Punkte auch noch haben? Nee. Eigentlich finde ich es schön so. Wollen wir es so lassen? Ja. Oder willst du noch was machen? Nee. Ich find's gut so. Okay. Make-up steht. Das ging ja doch schnell. Ja. Mal mein Gekrake hier. Ich auch mal wegmachen und dann haben wir jetzt noch eine Viertelstunde. Warum habe ich so gehetzt? Ich hätte gar nicht so hetzen müssen. Also der Plan sieht vor, dass wir jetzt gleich alle natürlich zusammen dahin fahren. Und Clara auch beim Kostüm helfen. Also wir sind quasi eine Stunde, bevor es richtig losgeht mit dem Turnier, sind wir vor Ort, um das Pferd eben auch schick zu machen. Clara hat sich ja auch ihren Helm schon richtig schön gemacht. Richtig schön hat sie alles selber gemacht. Wetter ist heute leider nicht so gut. Es dieselt.
Also Schnee ist schon quasi fast weggeschmolzen komplett. Ja, und unsere Schneemänner sind noch ein bisschen da. Ja, nur die Popos quasi, ne? Ja. Und es regnet halt. Ein bisschen schade, aber naja, gut, man kann nicht alles haben. Wir werden es trotzdem schön machen und es sind viele Reiterinnen da heute, viele Gruppen auch. Es ist so aufgeteilt, dass jede Gruppe drei Personen sind. Das erste Mädchen ist, glaube ich, ein jüngeres Mädchen, unter 10 oder so. Und sie muss eben den Parcours geführt machen. Und dann kommt die zweite Reiterin, dazu gehört Clara auch, die den Parcours ohne Führung, also ganz alleine macht mit ihrem Pony. Und die dritte macht irgendwie irgendwas anderes noch. Bodenarbeit, ja, oder irgendwas, ich glaube ohne Pferd sogar. Sie macht irgendwas ohne Pferd, genau. Dann auch noch das Kostüm wird bewertet, aber das ist alles erst sehr viel später. Also wenn Clara ihre Prüfung hatte, dann haben wir quasi nochmal 2 Stunden Leerlauf, während halt natürlich die anderen Gruppen dran sind. Und 2 Stunden Leerlauf ist also ein bisschen schwierig mit so noch 3 anderen Kindern, die jetzt nicht ganz so Pferde interessiert sind. Also gucken wir mal, dass wir wahrscheinlich mit 2 Autos fahren. Dann kann Justus vielleicht schon mal nochmal nach Hause fahren und dann nochmal hinfahren, wenn dann die Siegerehrung ist. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Ja, ich bin gespannt auf die anderen Ponys auch, ne? Wie schön sie angezogen sind. Die anderen Mädels lassen sich bestimmt auch was Tolles einfallen. Naja, es ist ja auch Spiel und Spaß. Na, Clara? Clara nimmt das schon sehr ernst heute. Aber ich finde es toll, dass das überhaupt angeboten wird da von den Reitvereinen. Ja. Weil normalerweise so ein Pferd hübsch machen, verkleiden oder sowas, kann man ja eigentlich nur mit seinem eigenen Pferd. Und dass die das so ermöglichen, auch Kindern, die kein eigenes Pferd haben, aber auch mal bei sowas mitzumachen, finde ich richtig toll. Deswegen freuen wir uns alle sehr darauf. Ja, wir fahren gleich alle los. Dann nehme ich dich auch ein bisschen dort natürlich mit. Drück uns die Daumen, drück Clara die Daumen. Toi, toi, toi. So, wir sind sehr früh dran, weil ein Mädchen sehr aufgeregt war. Ja, ein paar sind auch schon da, aber auch sehr gute Kostüme, genau. Die hat rot. Rot. Konkurrenz belebt. Dann mache ich doch das Horn drauf. Ja, wir haben ganz viel Zeit. Hier ist das Pony für heute. Sieht ein bisschen durchnässt aus. Egal. Egal, ne? Und die haben da auch was Weißes. Ich habe auch so eine weiße Haube oder so. Clara, ist es dein Pony? Ist es dein Wettbewerb? Ich bin nur irgendwie hier mit dabei. Ne? Musst du heute auch? Musst heute auch was machen? Bist du auch verkleidet? Oh. Hat sie großen Hunger? Vielleicht ist das ihr Mittagessen, Clara. Ja, ich weiß. Clara, dann lass sie doch noch, oder? Hä? Oder wie macht man? Ich habe keine Ahnung von Pferden. Bei Hunden würde man jetzt korrigieren. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich ihre Mähne groß flechten kann, wenn die Haare so nass sind. Das sieht ein bisschen schwierig aus, oder? Es wird erstmal schön geputzt. Wieder so ein bisschen nass und schmutzig. Das macht Clara erstmal schön sauber und danach machen wir sie noch hübsch. So, Parcours ist jetzt aufgestellt. Wir gehen ihn einmal ab. Hier ist Start. Dann müssen diese Sachen wohin? Da aufgestellt werden, ne? Immer wieder hin und her. Du musst die Sachen nehmen und dann dahin, ne? Ja, man kann halt nicht schnell sein, gefühlt. Weil beim ja, muss halt immer das Pony auch drehen. Danach ist da hinten Slalom mit einer Weihnachtskugel in einem Löffel balancierend. Da Slalom und dann da in diese Kreisel rein, drehen das Pferd, ohne dass es überläuft und dann raus und da durch, ohne dass diese Tennisbälle runterfallen und dann hier nochmal hin und her den Tannenbaum schmücken. Tannenbaum schmücken, genau, mit Kugeln auch, die in diesen Dingern drin sind. Okay, Clara. Und man darf traben, also wenn jemand es schafft, also okay, kommt drauf an, wie groß der Löffel ist. Ja. So, dann in das Steinlager ja. Rein. Ich guck noch. Okay. Der Rest der Familie ist jetzt auch da. Ja, da ist noch ein Pferd, ja. Als Unterstützung. Ja, Parcours ist heftig. Clara muss auch noch über so einen Cavaletti balancieren, mit Pferd führen währenddessen und so. Hier ist schon geflochten.
Aber nicht ich gemacht, muss ich zugeben. Aber das Pfeifchen habe ich gemacht. Wir sind hiermit fertig verkleidet. Ja, vieles können wir jetzt nicht machen, ne? Ja, wir haben diese beiden Sachen doch nicht gemacht, weil ja, sind die Pferde einfach nicht gewohnt. Nicht, dass es dann doch gefährlich wird, ne? So, aber sieht doch gut aus, Weihnachtsmütze und so. Aber Weihnachten würde doch schmerzen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Esel. Nein, du bist ja gemein. Ich bin nicht. Sieht doch aus wie ein Esel. Wo ist denn Clara jetzt? Das ist eine Gerte. Achso, eine Gerte. Ist doch besser, wenn man selber eine Gerte. Die haben alle unterschiedliche Längen, so habe ich das verstanden mit der Gerte. Haben wir schon. Haargummis sind schon drin. So, dann sollst du auch schon in die Halle, ne? Clara? Jetzt? Ja, du sollst jetzt schon in die Halle. Hat Nathalie ja gesagt. Clara, gehst du mit in die Mutterluke? Hä? Nein! Ich war nicht die Einzige. Ja, es war schwierig, ne? Vor allen Dingen mit dem blauen Pony. Da haben aber alle Ponys, haben wir jetzt beobachtet, danke, Schwierigkeiten mit. Also sie trauen sich gar nicht so richtig ran. Und ja, machen wir eher eine Runde drum, ne? Naja, auf jeden Fall hat Clara das trotzdem super gemacht. Gerade da, wo man da reinreiten muss und das Pony da sich so drehen muss, ohne darüber zu treten. Also ich bin super stolz. Schau sie dir an, ihre Schminke sitzt auch. Yeah. Jetzt gucken wir den anderen noch zu und dann gibt es, glaube ich, gleich die letzte Runde schon. Und dann gibt es die Siegerehrung. Ja. Die Siegerehrung. Und dann kommt der Weihnachtsmann. Okay, der kommt auch noch. Ist das aufgeregt? Aber wir können reinpassen.